Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Nachhaltigkeit ist ja in vielen Haushalten mittlerweile gang und gäbe, aber Nachhaltigkeit ist mehr als nur Energiesparen. Man sollte ein bisschen auf seinen ökologischen Fußabdruck schauen. Was das ist, das zeigt Ihnen jetzt Hermann Christner von der Energieberatung. Unsere Erde stellt nur ein gewisses Kontingent an Ressourcen zur Verfügung. Den eigenen ökologischen Fußabdruck zu ermitteln, ist der erste Schritt, damit die Erde auch in Zukunft für alle bewohnbar bleibt. Aber was ist eigentlich der ökologische Fußabdruck? Ökologischer Fußabdruck ist eine Möglichkeit, unseren Umwelt- und Naturverbrauch zu messen. Das heißt konkret, dass alle Ressourcen, die nötig sind, um unseren Lebensstil zu ermöglichen, erfasst werden, gesamthaft erfasst werden und dann umgerechnet werden in eine Fläche. Und zwar in jene Fläche, die notwendig ist auf der Erde, um diesen Ressourcenbedarf zu entwickeln oder bereitzustellen. Das nennt sich dann Global Hektar. Das ist eine Einheit, dadurch wird es vergleichbar. Ein Global Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Das ist ungefähr die Größe eines Fußballfeldes. Nur ein Viertel der Erdoberfläche ist nutzbar. Aufgeteilt auf alle Erdbewohner hätte jeder Einzelne rund 1,6 Globalhektar zur Verfügung. Realität ist aber, dass ein Europäer in etwa 5 Globalhektar nutzt und ein Österreicher ungefähr 6. Das heißt, wir überstrapazieren unseren Anteil. Die ganze Welt hat derzeit einen Flächenbedarf von knapp 2,7. Wir haben aber nur eine Erde. Das heißt, zurzeit strapazieren wir die Erde ungefähr um das 2,5 bis fast Dreifache der Ressourcen, die sie uns bieten kann. Das ist die Fläche, die dafür nötig ist, um zum Beispiel Getreide zu erzeugen, Viehwirtschaft zu betreiben oder Gemüse anzubauen. Das Ideal von 1,6 Erdbürger, das wäre fair, ist ungefähr so groß wie der Mirabellgarten. Also jedem Menschen stünde der Mirabellgarten als Fläche zur Verfügung, um seinen ganzen Ressourcenbedarf zu decken. Wer seinen eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen möchte, kann dies ganz leicht online machen. Es gibt da wunderbare Tools im Internet, Fußabdruckrechner. Da kann man wunderbar abbilden, wie ist mein Lebensstil. Es hängt davon ab, wie lebe ich, wie aufwendig, wie umfangreich. Da gibt es die vier Bereiche des Fußabdrucks, in denen er sich abspielt. Das ist einmal Wohnen, das ist dann Mobilität, das ist dann Konsum und das ist die Ernährung. Und in diesen vier Feldern wird ganz einfach in den Rechnern hinterlegt, wie mache ich Urlaub, wie bin ich mobil, welche Lebensmittel nehme ich, wie oft bin ich unterwegs, wie ist mein Konsum. Und das Tool errechnet dann, wie viel Fläche, global Hektar, sind dafür nötig. Und es gibt auch die Möglichkeit, mit den Tools Optimierungen zu berechnen. Also wenn ich mein Leben verändere, mein Verhalten verändere, wie wirkt sich das aus? Aber wieso tun wir uns eigentlich so schwer, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren? Das Problem ist das Bewusstsein und dann natürlich ein Stück weit Komfort und Bequemlichkeit. Zum Beispiel beim Wohnen. Wohnen, das heißt, dort hängt der Fußabdruck vor allem davon ab, wie viel Energie wir verbrauchen für das Heizen, für das Warmwasser, für den Strom und welche Art der Energie. Also konkret, wir sollten in möglichst gut gedämmten Häusern wohnen, geringer Energieverbrauch. Dann sollte unser Nutzerverhalten beim Konsum von Energie auch bewusster sein, nicht verschwenden, also Licht ausschalten, das Klassiker, den schon die Oma gehabt hat. Und natürlich sollte man dann saubere Energie verwenden, also keine fossilen Energieträger, sondern die erneuerbaren. Und wenn es möglich ist, und das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, wir sollten auf kleineren Flächen wohnen, weil ein kleines Haus mit 3 Personen hat natürlich einen geringeren Fußabdruck als wie ein Riesenhaus mit 3 Personen. Das ist mal so. Und das ist vielleicht ein Aspekt, der uns ein bisschen zuwiderläuft, weil es natürlich ein Stück weit Einschränkung ist. Bei der Ernährung geht es ganz stark darum, Nummer 1, regional die Nahrungsmittel zu nutzen, dann auch saisonal, also was es zurzeit gibt, das sollte man nutzen. Dann gibt es zu gewissen Zeiten gewisse Früchte und Gemüse eben nicht. Und wenn möglich biologisch. Wenn man denkt, 80-90% der Fußabdrucks in der Mobilität sind durchs Fliegen und durchs Auto, durchs Pkw, dann weiß man wo. Das heißt, man muss überlegen, wann muss ich mobil sein, wie ist da die richtige Art der Mobilität. Also muss ich mit dem Auto fahren oder geht zum Beispiel ein öffentliches Verkehrsmittel, geht ein Carsharing, geht auch das Fahrrad oder das zu Fuß gehen. Konsum ist Papiernutzung, ist Möbelnutzung, ist natürlich auch Urlaub fahren, ist natürlich auch Einkaufen, ist Kleidung. Also hier gilt das Prinzip, weniger ist mehr. Schon kleine Änderungen unserer täglichen Gewohnheiten können den eigenen ökologischen Fußabdruck drastisch verbessern. Alle Informationen rund um den ökologischen Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.
Die Digitalisierung macht auch vor einer Energieberatung nicht Halt. Wir haben neue Wege für Sie als Kunden, mit uns, der Energieberatung, zu kommunizieren. Egal ob Live-Chat, Google Assistant oder auch Alexa. Ob Fragen rund um Energiesparthemen oder Fragen rund um die aktuelle Stromrechnung. Jeder Interessierte kann sich nicht nur telefonisch, sondern vor allem auch digital an die Energieberatung der Salzburger AG wenden. Wir haben 2018 im Rahmen der Innovation Challenge den Einsatz von künstlicher Intelligenz für den Servicebereich betrachtet und haben da die digitale Assistentin Lea geschaffen. Und Lea gibt es in verschiedenen Ausprägungen jetzt, zum Beispiel einmal als Chatbot auf der Website, aber auch als Sprachassistenten-Zusatzfunktion. Und da haben wir uns ganz stark das Thema Energieberatung angesehen und haben einen Live-Chat mit der Energieberatung zum Beispiel bei der Lea auf der Webseite integriert, aber auch die Möglichkeit geschaffen, dass man eine digitale Energieberatung über Alexa oder über den Google Assistant nutzen kann. Beim Lea Live-Chat reicht ein Blick auf die Website der Salzburger AG. Dann sieht man gleich auf der Startseite ganz unten rechts so ein pulsierendes rotes Symbol. Das öffnet sich nach ungefähr 10 Sekunden, man kann es aber auch anklicken. Und dann kann man mit der Lea, mit unserer digitalen Assistentin, Schreiben anfangen. Wenn man dann merkt, ich würde aber gerne mit einem menschlichen Kollegen von der Energieberatung sprechen, dann ist das kein Problem, dann sagt man das der Lea und sie übergibt nahtlos an den Live-Chat mit der Energieberatung, wo man dann wirklich mit einem menschlichen Kollegen schreiben kann. Wer die Energieberatung über Alexa kontaktieren möchte, braucht das Gerät von Amazon zu Hause und aktiviert im Skill Store die Energieberatung. Und ab dem Zeitpunkt kann man mit Alexa, starte Lea Energieberatung, unseren Skill, so nennt man das, aufrufen und die digitale Energieberatung nutzen. Alexa, starte Lea Energieberatung. Schön, dass du Lea Energieberatung gestartet hast. Willst du eine Energieberatung oder lieber Energiespartipps? Ich hätte gerne die Energiespartipps. Moderne Heizungs- und Zirkulationspumpen sind stufenlos verstellbar und passen automatisch den Verbrauch an den Bedarf an. So können die Pumpen effizient arbeiten. Bei der Google Action ist es so, da muss man nichts aktiv aktivieren. Da funktioniert Google ein bisschen anders als Alexa. Da muss man für seinen Google Assistant, den man am Handy hat, oder man hat ein Google Home Gerät zu Hause stehen, ist beides möglich, muss man nur Drittdienste aktiviert haben. Und dann kann man einfach sagen, mit Lea Energieberatung sprechen und schon beginnt quasi unsere digitale Energieberatung. Willkommen bei Lea Energieberatung, schön dich zu hören. Ich bin die digitale Energieberaterin der Salzburg AG. Du kannst bei mir zwischen einer Energieberatung, Energiespartipps oder dem Quiz für World Changer wählen. Was davon möchtest du? Quiz für World Changer. Bist du ein echter World Changer? Im folgenden Quiz kannst du dein Wissen rund um Energieeffizienz und umweltbewusstem Verhalten unter Beweis stellen. Die digitale Energieberatung erfreut sich bereits großer Beliebtheit bei den Kunden. Ganz klar, Vorteil ist, ich kann das jederzeit machen. Ich habe die Sprachassistenten, die rund um die Uhr für mich verfügbar sind, auch wenn unsere menschlichen Energieberater zum Beispiel mal Feierabend haben. Das ist ein ganz klarer Vorteil, dass sie einfach immer verfügbar sind, zu Hause bei mir. Ich kann es auf der Couch nutzen, ich kann es im Auto nutzen, egal wo ich bin. Beim Live-Chat ist auch der Vorteil, nicht jeder greift gerne zum Telefon, nicht jeder wartet gerne auf einen Rückruf beispielsweise oder füllt ein Kontaktformular aus. Und da bietet sich der Live-Chat einfach perfekt an, dass man direkt und schnell mit dem Energieberater kommunizieren kann. Bei komplexeren Themen kann natürlich jederzeit ein Termin vor Ort mit einem echten Energieberater vereinbart werden. Da gibt es die ganz klassischen Wege, wie man dann die Energieberatung auch noch erreichen kann. Entweder man macht sich einen Termin über einen Live-Chat aus, schickt eine Mail, nutzt das Kontaktformular oder ruft einfach an. Nicht alles ist immer über digitale Assistenten sofort zu klären, gerade wenn es sehr stark in die Tiefe geht. Alle Infos rund um die Energieberatung der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Das war's schon wieder mit World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Wir sehen uns in 14 Tagen mit neuen spannenden Themen rund ums Energiesparen und Nachhaltigkeit.